Frau Professor Belliger, wie diskutiert man in der Schweiz die Einführung der DRGs? Vielleicht muss ich vorausschicken, dass ich nicht Expertin bin für DRG. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und beobachte diese Einführung von DRG aus der Außenperspektive. Was mir auffällt, ist, dass die Diskussion, die Pro- und Contra-Diskussion, die wir im Moment in der Schweiz haben, also 4 Monate vor der Einführung, die bewegt sich in einem Bermuda-Dreieck, könnte man sagen. Das ist das Bermuda-Dreieck zwischen Leistungserbringern, zwischen Kostenträgern und Gesundheitspolitik. Ein wichtiger Akteur ist in dieser Kommunikation nicht vertreten, das ist die Öffentlichkeit, die irgendwann mal als Bürger oder Steuerzahler die Folgen dieser Entscheidung der DRG-Einführung zu tragen hat. Welche Chancen und Risiken sehen Sie denn mit der Einführung? Ja, da kann ich zurückgreifen auf die Pro- und Contra-Lager, die ich eben angesprochen habe. Also auf der Pro-Seite ganz klar, es geht um Effizienzsteigerung, es geht um Transparenz, es geht um vergleichbare Leistungen in Spitälern, dass Patienten, Kantone, aber auch Versicherer eine Übersicht haben, welches Spital welche Leistung in welcher Anzahl und zu welchem Preis anbietet. Auf der Kontraseite hingegen, die Gegner von der DRG-Einführung, die führen an, dass DRG ein System ist, das falsche ökonomisch-medizinische Anreize verbreitet. Es führt Spitäler dazu, komplexe Patienten schlechter zu behandeln. Es führt dazu auch, und das ist ein negativer Aspekt, dass es zu frühzeitigen Entlassungen kommen soll. Eine Verlagerung in den ambulanten oder poststationären Bereich wird befürchtet. Und generell sagt man, ganz viele Probleme wie etwa der Datenschutz sind ungeklärt. Was ist der E-Patient und welche Rolle spielt er in diesem Zusammenhang? Wir sehen im Gesundheitswesen im Moment eine ganz spannende Bewegung am Entstehen. Das ist die Bewegung der E-Patients. Die geht zurück auf eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, die mit den Veränderungen des Internets zu tun hat. Und die E-Patients, das ist eine neue Patientengeneration, die informiert, aktiv, befähigt und kompetent ist. Die informieren sich im Internet zu Gesundheitsthemen, aber sie informieren sich nicht nur, sondern sie vernetzen sich auch. Sie bewegen sich in Online-Health-Communities, sie kommunizieren mit Ärzten online und sind demzufolge eben informiert. E-Patients stehen dieser DRG-Bewegung sehr kritisch gegenüber, weil sie eben eine ganz andere Philosophie vertreten. Sie vertreten nicht die Philosophie der Effizienzsteigerung um jeden Preis, sondern sie vertreten die Haltung der Individualisierung, der Personalisierung, der Kommunikation im Gesundheitswesen. Und es stellt sich nun die Frage, wie man diese zwei gegensätzlichen Bewegungen möglichst miteinander versöhnen kann. Welche Alternative sehen Sie vor diesem Hintergrund für eine wirtschaftliche Steuerung des Gesundheitssektors? Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft Richtung Netzwerkgesellschaft tendiert, dann ist eine Top-Down-Steuerung, wie sie DRG vorgibt, eigentlich nicht die richtige Art. Netzwerke kann man nicht Top-Down steuern. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, Komplexität über Steuerung, zentrale Steuerung zu reduzieren, sondern in einem Netzwerk würde man Ordnung herstellen, indem man eine Bottom-Up-Steuerung zulässt. Das heißt, Management eines solchen Gesundheitssystems, das als Netzwerk gesehen wird, kann eigentlich nur über Kontextsteuerung geschehen. Und Kontextsteuerung bietet Rahmenbedingungen, dass sich Patienten, Spitäler, Organisationen im Gesundheitswesen möglichst gut entfalten können, ohne zu sehr eine Top-Down-Steuerung anstreben zu wollen.